So, da sind wir jetzt schon bei der letzten Aufgabe, nämlich heile Teammitglieder mit einer Bandagenbazooka. Das Ganze mache ich natürlich mit einem zusammen, weil alleine geht's schlecht. Einmal mein Mod Marco. Ihr kennt ihn alle aus dem Livestream. Darf's mal Hallo sagen. Hi. So, dann des Weiteren. Ihr seht hier unten den Creator Code. Den haben wir ja jetzt bekommen. Dank euch. Also nicht ich habe den bekommen, sondern ich kann wirklich sagen, wir haben den bekommen. Weil ich alleine habe es ja nicht gemacht in dem Sinne. Sondern es ist alles nur durch euch möglich. Und als kleines Dankeschön gibt es natürlich morgen dann im Livestream um 18 Uhr eine Live-Verlosung, wo ich dann einen Skin bzw. einen Emote-Skin, Battle Pass eurer Wahl dann halt verlose. So, vorneweg, gut wäre es natürlich, wenn du Abonnent wärst, klar. Dann des Weiteren, mir bitte eine Freundschaftsanfrage schickst an yt- Family Hack. Einfach so, wie ich das hier gerade zeige. Dann abschicken. Klar, bei mir geht das jetzt nicht, weil ich kann mich schlecht selber befreunden. Dann zeige ich euch nämlich ganz schnell, warum ich das Ganze so sage. Nämlich, wenn ich ein Geschenk verschicken will, zum Beispiel der Ahmed könnte rein theoretisch, würde ich jetzt im Livestream sagen, weißt du was, ich verschenke jetzt einen Skin und Ahmed hat gewonnen. Dann hat Ahmed aber leider erstmal Pech gehabt, weil aus dem heutigen Shop könnte ich ihm nichts schenken. Erst halt in 2 Tagen. Ist halt so eine kleine Sicherheitsmaßnahme von Epic, damit, wenn euer Account geknackt wird, dass einer nicht sich quasi Skins rüber schenken kann, in Anführungszeichen. So, das war das. Wir versuchen die Aufgabe mit den Bandagen in Gruppenkeile. Ich hoffe halt, es funktioniert. Wir werden euch zeigen, wie wir das Ganze so geplant haben. Gehört natürlich auch Glück dazu. Wir müssen erstmal diese blöde Bazooka überhaupt finden. Also der Marco hat sie heute schon öfters gesehen. Ich habe sie komischerweise in meinen ganzen Missionen, die ich heute für euch gemacht habe, nur ein einziges Mal gesehen. Ich hoffe, wir haben halt einfach mehr Glück. Ich denke mal, in den Loot Drops wird natürlich eher eine drin sein. Also da müssen wir ein bisschen die Augen aufhalten. Und dann zeigen wir euch einfach, wie wir das Ganze dann machen. Und wie gesagt, wenn ihr das mit mehreren macht, gebt euch auf jeden Fall die Gruppenhilfe. Weil ansonsten müsst ihr die Bazooka ja immer wieder weitergeben und das ist natürlich blöd. Also wie gesagt, macht euch die Gruppenhilfe an. Dann helft ihr euch quasi gegenseitig. Reicht dann, wenn einer die Bazooka hat, macht halt 200. Dann haben direkt alle 4 die Aufgabe geschafft. So, wo landen wir denn? Am besten Pleasant Park, hä? Pleasant Park, Ja. ja. Ja, da sind viele Häuser, viele Kisten. Die meisten fliegen eh zu den komischen Stationen da, zu den Ego. Naja. Ich sag ja, bis ich die Aufgabe mal fertig hatte, ey. Ich war immer froh, wenn ich eine Kiste hatte. Egal ob Solo, Arena, Team. Ja. Alle Mann sind sie da gelandet. Na toll. Endzone ist eh hier. Och, und die Surfer sind am Lecken, ey. Standard-Skill hat eben Bei auch mir schon. hat's dann eben mal einmal geleckt heute. Ne, der Standard-Skill hat auch schon geschrieben. Ich weiß, ich hab's Video noch nicht gesehen von ihm, aber der hat wohl auch gesagt, auf der PlayStation ist zurzeit echt unspielbar. PlayStation auch, ja. Bei PlayStation sogar noch mal schlimmer. Ja, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Wie gesagt, wenn du die Bazooka gefunden hast, sag direkt Bescheid, gell? Ja, mach ich. Und Du dann musst ja bist. einmal kurz Fallschaden machen und dann. Ja, genau. Klar, wenn ihr zu viert seid, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr natürlich eine findet, deutlich höher. Aber wir sind jetzt gerade zu zweit. Und da denke ich mal, kriegen wir das halt auch hin. So, hier in dem Haus war schon mal nix. Er war in der Mitte. Komm, lass mir die Kiste. Ach, er war schon da. Scheiße. Loot Drops sind noch keine da. Dann geh du ins gelbe Haus. Ja. Das Problem ist, die Waffe holt auch kein Mensch mit. Naja. Im Prinzip müssen wir trotzdem jedes Haus einmal kurz durchgucken. Ja. Gerade hier hinten auf der Ecke. Hier ist schon mal nix. Ja, oben kann nichts sein. Ja, hör auf zu laggen, ey.
Ach, sag ja, der Große von mir fängt jetzt auch an mit Schnupfen. Also irgendwie hat's alle erwischt. Ja, ich hatte gestern Fieber. Dann ging das wieder. Also ich bin heute zu Hause geblieben, musste mich heute übergeben. Ach, wunderbar. Ja, aber es geht jetzt wieder auf jeden Fall. Ja, es ist ja immer so. Meistens morgens und abends. Ja. Morgens fängt es richtig, also in der Nacht fängt es richtig schlimm an. Und dann so mitten am Tag wird es immer wieder besser. Ja. Ich sag ja, das ist immer, wo man sich dann denkt, toll. Wäre schon besser doch gegangen, ist gar nicht so schlimm. Ja. Und dann kommt die Nacht. Kommst du morgen wieder? Dann denkt deine Mutter einfach nur, du hast sie angelogen. Ja, genau. Ich denke, die geht's so schlecht. Ja. Aber ist halt immer so. Ja. So, was jetzt? In dem Maße, was heutzutage dieses Wetter ist, ist es eben auch häufiger so. Ja, ist ja abartig immer. Warm, kalt, trocken, nass. Ja. Also inzwischen. Ja, die sind alle da. Ja, ah, dann keiner ist da. Ich gehe da hin. Ja, ja, geh hin. Ich guck nur gerade ein bisschen Metz, dann baue ich mich hoch. Und dann fliege ich quasi nach. Sache, wir müssen ja eh ein bisschen außerhalb gehen. Weil die Gegner werden nämlich, ja, ich merke schon, die ersten wollen mich runterschießen. Die wollen dir helfen. Ja. So, dann gehe ich nämlich direkt durch zum zweiten. Ich hoffe, wir finden halt direkt einen, die Sache. Und? Ah. Naja. Ja, im Prinzip bleibt jetzt wirklich nur noch der Loot Drop. Ja, ja, ich baue mich schon hoch, ich versuche den zu holen. Okay, ich nehme dann schon mal ein Boot. Ja. Na gut, wir könnten noch hier die Heu, obwohl die kann ich auch gerade machen. Eins, was du machen könntest, ist vielleicht am Leuchtturm nochmal gucken. Leuchtturm, okay. Jetzt haben wir gut genug. Jetzt bei uns kommt jetzt wieder eine runter. Ich habe eine, ich habe eine, ich habe eine. Kannst herkommen. Okay. Weil es eh besser, wenn wir hier so weit außerhalb sind. Wir müssen halt nur gucken, ob zwei Rampen reichen oder drei. Wie das ist mit dem Fallschaden. Vier. Vier? Okay. Vier meistens. Alles klar. Man muss warten, bis Schaden hat. Jetzt bitte nicht sterben. Ja, geh nochmal hoch. Okay. Jetzt hoffe ich, dass das auch gezählt hat. Ja. Wird aber eben selten angezeigt. Ja. Geht nicht noch eins höher? Oder wärst du dann tot? Nein, glaub nicht. So, jetzt, weil ich bin jetzt erst bei 45. Ja, nur nicht, dass du stirbst. Ja, das sieht schon besser aus. Ich muss eh nachladen. So, jetzt. So, jetzt haben wir 90 von 200. Hast du RPG-Schuss für mich? Ja, ich hab eh selber eine. Warte, lädt noch. Oh, jetzt braucht die immer so lange zum Laden. Flamme jetzt, 105. Also wie gesagt, ihr seht ja, so einfach könnt ihr das halt machen. Holt euch die Loot Drops, bis einer eins hat. Dann halt, wie gesagt, wie viele Rampen haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4 Rampen, dann runterspringen. Das Problem ist halt das Nachladen. Wenn ihr zwei habt, wäre natürlich noch besser. Das Ding ist, kommt auf an, wie die Bergneigung auch noch ist. Ne? Ja, du bist jetzt gerade ziemlich in den Hang geschrieben. Also macht erstmal 4 und dann guckt ihr einfach, wie das bei uns ist. So, jetzt sind wir bei 135. Also wie gesagt, so könnt ihr es halt machen. Ja, ja. Der lädt ihr ihn nach. Ach, da kommt irgendein Dulli mit dem Boot. Soll uns hier in Ruhe lassen. So, jetzt sind wir bei 150. Ja, der hat gerade erst... Das ist deine, glaube ich, deine RPG. Die lag da auf dem Boot. Nee, ich habe eine lila, ne? Achso. Ja, ich habe direkt was Besseres gefunden.
Also wie gesagt, wenn ihr welche sucht, mit denen ihr das machen könnt, schreibt es einfach in die Kommentare oder fragt einfach im nächsten Livestream mal nach. Also wir helfen euch da gerne weiter, auch meine Mods oder ich gerade, wenn ich gerade Zeit habe und nichts groß ansteht. Also wir helfen euch halt da wirklich weiter. Also wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, kostet euch ja nichts, von daher. Und Glocke aktivieren, immer Glocke, damit ihr nichts verpasst. Juhu. Warte, 180, ein Schuss noch eigentlich. Boah, die braucht echt lang zum Nachladen, gell? Naja. Vor allem mich wundert es, dass hier keiner herkommt, gell? Ich glaube, du musst nochmal. Ja, 7 HP fehlen mir. 7 Stück. Ah, gönn ich mir gleich erstmal Medkit. Ja. Dann muss er auch noch kurz auf dem Boot mit ein bisschen rumballern und ja. Ja, alles gut. Machen wir schon. So. So, damit haben wir die Aufgabe geschafft. Ihr seht ja, es ist nicht schwer. Ihr müsst halt nur einen finden, mit dem ihr das so machen könnt. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. So, dann euch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.